Nervosität, das Zittern noch verschlimmert, muss das Gefühl, mich zu küssen, in etwa so cool sein wie der erste Kuss mit einem 13-jährigen Computer-Nerd. Beim Date lud ich die Dame meines Herzens. Nummer 2 in der Vorrunde ist aber wieder aus Frankfurt und es ist Raban Lebermann. Klappt nicht so, wie ich dachte. Guten. Doch ein bisschen hoch. So. Schön hier zu sein. Ich wusste bis vor 3 Stunden nicht, dass ich dann heute hier bin. Vielen Dank an die Bar fürs Ausdrucken des Texts. Ich bin nämlich zu blöd fürs Auswendiglernen. 5 Kippen, 4 Tassen heißen Kaffee, unzählige Zettel, 1 Döner, 3 Flaschen Bier, 1 Spiegel, mehrfach mein Handy und zur Krönung mein Patenkind. Die Liste der Dinge, die mir in den letzten 48 Stunden aus der Hand gefallen ist. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich zittere hier oben etwas. Eigentlich hat das mit Zittern nichts mehr zu tun. Meine Hände bewegen sich so schnell, als würden sie den Hummelflug schneller dirigieren wollen, als ihn David Garrett auf seiner verschissenen Stradivari spielen kann. Ihr wisst schon, dieses... Ich hatte das Zucken meiner Hände noch nie unter Kontrolle. Als Kind bekamen alle anderen ihr Eis in der Waffel. Ich bekam den Becher. Da ich mir sonst das Eis grundsätzlich in bester Bewegungslegastheniker-Manier im gesamten Gesicht verteilte. Schon seit meiner Schulzeit schreibe ich in einem Geheimcode, den außer mir niemand lesen kann. Im Kunstunterricht wurde ich direkt Van Gogh genannt, da selbst die feinsten Zeichnungen bei mir in einer wilden Tupftechnik entstanden. Und beim Werken bekam ich als einziger nur die Werkzeugattrappen in die Hand, da ich ansonsten jetzt auch aussehen würde wie Van Gogh. Doch richtig schlimm wurde es erst, als ich anfing zu rauchen und zu trinken. Seit meinem 12. Lebensjahr kann ich also weder den Abwasch machen, noch den Tisch abräumen. Möchtet nicht wissen, wie meine Wohnung aussieht. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen in der Zeile verrutscht. Auswendig lernen halt, ne? Als ich einmal an Muttertag versuchte, für das Familienfrühstück Spiegeleier zu machen, kamen die schon als Rührei aus der Schale. Ich werde, sobald es irgendjemanden juckt, zum Kratzen gerufen und meine Mutter verkaufte ihre KitchenAid-Küchenmaschine, da ich Eischnee wesentlich schneller und effektiver steif schlagen kann, indem ich meine Hand für mich bewegungslos in die Schüssel halte. Meine Eltern schleppten mich schon in meiner Jugend von einem Arzt zum anderen, doch keiner fand die Ursache. Ich begann mich damit abzufinden, dass ich mir in meinem Leben niemals einen gerührten Martini machen werde und entdeckte die Vorteile des Tremors. In Online-Ballerspielen ist mein Aiming überragend, weil die Maus bei mir immer überall auf dem Bildschirm zu finden ist. Ich wurde Hockey-Torwart und decke alleine durch das Zucken meiner Hände eine so große Fläche im Tor ab, dass es relativ schwierig ist, bei mir eins zu erzielen. Schon während der Schulzeit hatte ich den perfekten Nebenjob in einer Bar hinter der Theke und bereitete hauptsächlich Cocktails zu. Niemand, aber wirklich niemand, kann einen Pina Colada so cremig schütteln wie ich. Es klappte auch super, bis an dem Tag, an dem alle Servicekräfte ausfielen und ich Teller und Tabletts zu den Gästen bringen sollte. Teller und Tabletts. Das allseits beliebte Kinderspiel Eierlauf war ein Scheiß gegen diesen Arbeitstag. Ich balancierte, ich riss mich zusammen, ich gab alles. Am Abend waren 14 Gläser, 5 Teller sowie unzählige Klamotten der Gäste komplett zerstört und ich meinen Job los. Als ich dann anfing, mich für Frauen zu interessieren, wurde der Tremor endgültig zum richtigen Problem. Darf ich dir einen Drink überschütten? Kommt als Anmachspruch doch nicht wirklich so gut an. Und da Nervosität das Zittern noch verschlimmert, muss das Gefühl, mich zu küssen, in etwa so cool sein wie der erste Kuss mit einem 13-jährigen Computer-Nerd. Beim Date
lud ich die Dame meines Herzens zum Sushi-Essen ein. Ich hatte an alles gedacht. Der Laden war klein, gemütlich und romantisch. Unser Tisch mit einer Kerze geschmückt, der Kellner vorgebrieft. Doch dann kamen sie, die Folterinstrumente des Asiaten. Stäbchen. Während sie Sushi aß, schmiss ich im Stile eines epileptischen Konfetti-Clowns Nigiri und Maki in Richtung meines Mundes und versuchte wie eine dressierte Robbe den Fisch aus der Luft zu fangen. Bin mir bis heute nicht sicher, ob ich an diesem Abend auch nur ein Stück Fisch gegessen habe. Wie zu erwarten, blieb es das einzige Date. Also versuchte ich alles, um die Situation zu verbessern. Meditation, Beruhigungsmittel, Yoga, Pilates, Kaffeeentzug, Rauchentzug, Alkoholentzug, Zuckerentzug, Verzicht auf Kohlenhydrate, Verzicht auf Fleisch, Verzicht auf alle tierischen Produkte, Verzicht auf Gluten, Verzicht auf Wichsen, Verzicht auf alles, was Spaß macht, Verzicht auf alles, was keinen Spaß macht. Das Ergebnis war stets das gleiche. Es gab keins. Irgendwann blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit der Situation endgültig abzufinden und meinen Tremor genauso wie meine Glatze zu akzeptieren. Getränke bestelle ich seitdem nur in Flaschen. Mit Strohhalm. Auch Bier. Ist durchaus entwürdigend, aber es erspart mir das Mitführen von Wechselklamotten. Essen auf die Hand vermeide ich. Suppe esse ich nur noch aus der Schnabeltasse, die ich meinem Patenkind geklaut habe. Und Stäbchen. Stäbchen habe ich aus meinem Leben komplett verbannt. Allerdings besuche ich dieses Jahr Shenyang. Kennt ihr irgendjemand Shenyang? Das ist nicht schlecht, es gibt ein paar. Eigentlich kennt es sonst keiner. Ist eine kleine chinesische Stadt, hat so 12 Millionen Einwohner, also mehr als Hessen. Da wohnt meine Schwester mittlerweile. Und ich sehe schon, es wird ein ziemlich harter Sommer. Ich packe mir Plastikbesteck ein. Ansonsten bin ich jeden Tag dafür dankbar, dass ich keine Frau geworden bin und deswegen aufs Schminken verzichten kann. Wobei das Ergebnis in meinem Gesicht nicht schlimmer aussehen würde, als wenn ich mich mal wieder beim Rasieren meiner Glatze fast skalpiere, da ich mit dem Rasierer abrutsche und für mehrere Wochen mit einer tiefen Wunde an meinem Kopf durch die Gegend laufen kann. Freunde schenken mir dann gerne Dinosaurierpflaster, weil sie es besonders witzig finden. Besser ist es bis jetzt noch nicht geworden. Nachdem ich vor kurzem wegen eines Umzugs meinen Hausarzt wechselte, wurde ich beim ersten Termin nur gefragt, welche Drogen ich denn nehmen würde, als er meine zitternden Hände zur Begrüßung griff. Und jetzt stelle ich mich auf Slam-Bühnen. Ausgerechnet dahin, wo jeder sehen kann, wie krass meine Hände zittern. Dahin, wo das weiße Blatt in meiner Hand das Zittern nochmal verstärkt. Super, jetzt sieht man mich noch nicht mal. Dahin, wo für 5 Minuten sämtliche Aufmerksamkeit nur auf mich gerichtet ist. Warum mache ich das? Weil mein Herz Adrenalin in all meine Körperteile pumpt. Mein Gehirn setzt Endorphine frei und mein ganzer Körper beginnt zu beben und zu zittern, genauso schnell wie meine Hände. Und dann habe ich das Gefühl, dass alles ganz normal ist, außer wenn er da steht. Und mein Zittern erklärbar wird. Und für die nächsten 5 Minuten guckt mir hoffentlich niemand mehr auf meine Hände. Danke sehr. Das ist ein Mann, der die Bühne zum Zittern bringt. Das ist Raban Lebermann. Ja, das waren auch keine 5 Minuten, sondern 6 Minuten. Das waren nämlich das waren sieben Minuten und ein kleines bisschen. Dann kam wieder die Security, die bösen Herren in Dunkel. Genau. Es klappte auch super, bis an dem Tag, an dem alle Servicekräfte ausfielen und ich Teller und Tabletts zu den Gästen bringen sollte. Teller und Tabletts. Das allseits beliebte Kinderspiel Eierlauf war ein Scheiß gegen diesen Arbeitstag. Ich balancierte, ich riss mich zusammen, ich gab alles. Am Abend waren 14 Gläser, 5 Teller sowie unzählige Klamotten der Gäste komplett zerstört. Und ich meinen Job los. Als ich dann anfing...